Guten Morgen, Kevin. Ich interparifiniere es als suboptimal, dass du jetzt aufstehst. Da dein Sonnensystem mehrere Planeten hat und die Sonne gut am höchsten steht. Kelloggs und Essen steht unten bereit. Mama und Papa warten. Guten Morgen, mein Sohn Kevin. Ich bin dein Papa. Wir warten unten. Hermann, 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 Hermann! Hallo, 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 aufstehen! Hermann! Aufstehen, Hermann! Ja, Papa, ich... Ja. Aufstehen, hallo, was ist das? 10 Minuten, ich stehe schon aufstehen, Mann! Aufstehen, ja, hallo, komm! Papa! Hallo, Torik, jetzt ist es. Steh auf! Hallo! Steh auf! Heiwan, bitte! Steh auf, Heiwan! Jetzt schule, ha! Puh, mein Sieg! Puh! Papa, kannst du mir bei den Ausgaben helfen? Ja, Sohnemann, ich komme sofort. Sohnemann, nicht mit Gewalt. Gewalt ist keine Lösung. Das Buch hat auch Gefühle. Hast du das nicht gelernt? Nein. Kevin, ganz wichtig. Mit Gewalt tut man nur anderen Menschen weh. Andere Menschen haben Gefühle, das Buch auch. Denk erstmal darüber nach, bis ich dir bei den Hausaufgaben helfe, okay? Okay. Kevin, ganz wichtig. Gewaltlos. Gewalt ist keine Lösung. Ruf mich, wenn du darüber nachgedacht hast. Okay. Danke, Papa. Dafür nicht. Das ist ganz wichtig. Lom, was machst du da? Was machst du da? Was machst du da? Hausaufgaben. Was, was? Hausaufgaben, Papa. Was Hausaufgaben? Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nicht Hausaufgaben machen, Mann? Hä? Ich hab gesagt, ich bin nicht schon, Mann, Alter. Die Lehrerin hat gesagt, so Hausaufgaben machen. Alter, Mann, ich hab, wie oft hab ich keine Hausaufgaben machen? Ja, ich hab gesagt, so Hausaufgaben machen. Keine Hausaufgaben, kein Abschluss, du bist Rapper. Rapper, okay. Verstanden, Rapper. Hey, okay, Rapper. Anstatt Hausaufgaben machst du Texte schreiben für Rapper. Ah, du bist Rapper. Ja, ja, Papa. Puh! Puh! Okay. Sheriff's ist Puh! Reicht. Puh! Puh! Kevin, ich bin entsetzt von dir. Was ist dort das da in deiner Hand? Das hat mir Hass Was ist das? Leg das weg. Kevin, nein. Ich kann Judo und Jojo zu. Kevin, fordere deinen Vater nicht heraus. Leg das Messer weg, Kevin. Hast du es mir beigebracht? Ich kann Jojo zu. Leg das Messer weg. Fordere mich nicht heraus. Deine Mama kann Karate. Leg das Messer weg. Kevin, fordere mich nicht heraus. Setz dich hin, Kevin. Setz dich hin. Wir rufen jetzt sofort bei der Seelsorge an. Nein, ja? Bitte nicht. Ab in die stille Ecke. Dort kannst du mit der Frau diskutieren. Ich rufe jetzt bei der Frau in der Seelsorge an. Hallo, hier bei den Hofmanns. Ich brauche bitte Rat. Mein Kevin hat ein Messer. Nein, stimmt nicht! Danke. Kevin, 20 Minuten früher ins Bett heute. 20 Minuten. Ja! 25 Minuten. Ich muss das Hass am Morgen geben. Diskutier das mit deiner Wand aus. Und? Kevin, ich gehe. Was denn? Was ist das? Messer! Was ist das? Nein, Messer. Komm, es ging eins. Eins gegen eins. Okay. Komm, mein Sohn. Immer auf Brust. Ja. Okay, Papa, okay. Was? Okay, Papa. Was machst du? Du hast gewonnen, du hast gewonnen. Warum machst du es immer deinem Vater? Du hast gewonnen, Papa. Mama! Trebes. Kevin, wie war die Schule? Ganz. Moment, ich empfange gerade einen Anruf. Hallo, hier bei den Hoffmanns. Wir sitzen gerade im Zimmer. Hallo. Hallo, Frau Bergmann. Es ist eine Lehrerin. Frau Bergmann, was haben Sie zu berichten? Aha. Nee, das war der Kevin nicht. Einen Moment bitte. Kevin, hast du Ärger in der Schule gemacht? Nein. Nein. Frau Bergmann, hören Sie? Der war das nicht. Nein. Nein. Sprechen Sie mal mit Frau Müller darüber. Wissen Sie was? Knüpfen Sie sich doch mal den Hassan vor. Was macht der denn so alles? Der klaut mein Heft, meine Hausaufgaben, die ich mache, klaut der. Ja, der, wissen Sie was? Der hat letztens einen Böller in die Toilette geworfen, erzählt mir gerade der Kevin. Rufen Sie doch mal an. Ne, der Kevin, der ist ganz nett, ganz lieb. Gut, Frau Bergmann, grüßen Sie Frau Müller von mir. Bis denn, wiederhören. Tschüss. Kevin, ich bin stolz auf dich. Ich hätte nicht gedacht, dass du so ein toller Schüler bist. Mich an, Alter! Hallo! Ich war am Schlafen! Ja! Was? Hassan! Ja, Papa! Komm her! Da lang! Warte, Papa, ich bin noch das Sofort! Sofort! Okay, Papa! Der kriegt Schläge zum Beispiel bei mir zu Hause. Der kriegt Schläge. Ja, setz dich hin! Was ist los, Papa? Moment! Du hast von Kevin Heft alles kaputt gemacht, weggenommen, geklaut, Hausaufgaben. Nein, hab ich gar nicht, Papa, die lügt nur. Wie redest du die Lüge? Lamm, wie warst du? Die lügt nur, Mann, die hat nur wegen gar nicht schwarze Haare. Er hat schwarze Haare, deswegen.
Nein, die sagt nein, nicht wegen schwarzer Haare. Doch. Nein, nicht wegen schwarzer Haare. Warum machst du es so? Ah, Papa, Mann, die lügt. Warum klaust du Heft? Nächstes Mal musst du ihn schlagen, nicht Heft klauen. Schlagen. Schlagen, okay. Schlagen, Mama. Schlagen. Okay, Papa. Okay. Reicht, reicht, Alter. Reicht. Schlagen, nicht Heft klauen. Schlagen musst du ihn, Kevin. Mama, diese Allmanns. Kevin, du schläfst ja immer noch nicht. Ich hoffe, du hast jetzt mit der Wand ausdiskutiert, was du heute angerichtet hast. Es freut mich, dass du 25 Minuten früher ins Bett gegangen bist. Wir gehen jetzt nochmal alles durch und ich lese dir eine gute Nachtgeschichte vor. Ist das in Ordnung, Kevin? Ja. Gut. Dein Verhalten heute war sehr unangebracht. Ich möchte es nochmal erwähnen. Ja, Mama kann Karate. Okay? Gut. Wir lesen uns eine Märchengeschichte vor. Vor 25.000 Jahren erschuf das exponentielle Basiswissen des homologen Chromosomes die Erde. Vor 21.000 Jahren wurde das Sonnensystem in seiner interparaffinierten exponentiellen Art und Weise der Basis angeschlossen. Verstanden, Kevin? Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Man gibt sich noch höflich die Hand, Kevin. Verzeihst du mir aber, Papa? Ich diskutiere das mit meiner eigenen Wand aus. Okay. Gute Nacht. Hassan, Hassan! Ah! Du schläfst immer noch nicht! Ja, ich kann nicht schlafen. Tja, das ist dein Handy, du hast Handy, Allah, Allah, was soll ich machen mit meinem Sohn? Was soll ich machen mit meinem Sohn? Ja, Rabbi, we don't here, ja, Rabbi. Was soll ich machen? Wieso schläfst du nicht? Ja, Wieso schläfst du nicht? So Leute, da sind wir wieder in der Endcards. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Das war der Unterschied zwischen Deutschen und Ausländer. Kevin Ruhe. Ruhe, Kevin. Ruhe, okay. Ruhe, bitte. Moment. Sheriffsis. Falls ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es mal unten in die Kommentare. Falls ihr euch wundert, weshalb wir so wenig Videos haben, beziehungsweise ein kleines Jahresrückblick sehen wollt, alles steht unten in der Videobeschreibung und ihr könnt da zum letzten Video gelangen. Hier. Zum Jahresrückblick 2013, die schönsten Momente und schönsten Videos. Wir sagen dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal und ja. Check Tschüss. Mehr.